Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit dem Clash of Clans Free-to-Play-Projekt. Es geht so krank voran. Hätte ich mir so niemals vorgestellt. Also, wir machen ja bis zum 1.1., wer weiter dort ist, wer die bessere Base hat. Sebo und ich sind nur noch im Rennen. Danach machen wir noch weiter, wer zuerst den 6. Arbeiter hat. Die gibt es an der Nachtbasis. Und 2023, am Anfang des Jahres, soll es ja noch ein Update geben, wo die komplette Nachtbase, die ist ja nicht so beliebt. Alle suchten die Nachtbase, bis er den 6. Arbeiter hat. Die geht ja keiner mehr hin. Also, spielen nicht so viele. Das wird alles überarbeitet, dass das hier geil ist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, auch auf dem Pay-to-Win-Account, Creditcode eintragen. Könnt ihr oben rechts machen, Trimax eintragen, kostet euch gar nichts, hält 7 Tage und ist unfassbar geiler Support. Hier läuft es auch gut voran. 6. Arbeiter, brauche ich ja die Kanonenkarre 18, die habe ich jetzt 17. Kampfmaschine 13, ich glaube, die Minenwerfer hier brauche ich 8. Dann brauche ich noch eine Doppelkanone oben, den Megatesla auf 9. Also es dauert lange, aber auch nicht zu lange, weil wir jedes Mal mit dem Wochenende, oh geil, Hindernisschaufel, Überfallmedaillen. Jedes Mal für 250 Überfallmedaillen, die 1 Million Elixier mitnehmen können, was halt ein super nices Upgrade ist. Wir aktivieren als erstes einen Trank. Nee, erstmal gehen wir hier jetzt die Schleichkobolde machen. Denn, was sehr interessant ist, ihr seht, meine Rohstoffe sind voll und ich werde diese Rohstoffe nicht los. Wir haben einen Rohstoffrudel. Wir machen Free-to-Play plus Goldpass, damit man gucken kann, wo gibt man seine Items smart aus. Rune des Goldes ist zum Beispiel voll. Und ich zeige euch jetzt was. Das würde jetzt für viele Spieler, würden das schrecklich finden. Hier ist es aber smart. Rune des Goldes verkaufen für 50 Gems. Rune des Elixiers verkaufen 50 Gems. Rein in den Pass, Rune des Goldes mitnehmen. Rune des Elixiers, magische Gegenstände. Rune des Goldes verkaufen, okay. Rune des Elixiers verkaufen, okay, 200 Gems. Jetzt werden wahrscheinlich viele durchdrehen, gerade bei YouTube, wenn ihr euch nicht so viel mit dieser Challenge befasst habt. Die Ressourcen sind immer voll. Die sind immer voll. Wie lange geht die Season jetzt schon? 3 Wochen? Ich kann meine Ressourcen nicht loswerden. Sie verschwinden nicht. Ich grade 4-mal einen X-Bogen ab für 10 Millionen. Es ist sofort wieder voll. Es funktioniert nicht, denn ich muss die Ressourcen loswerden. Ihr wolltet ja, dass wir aufhören zu rushen, damit wir Rathaus Alf einmal komplett maxen. Ich kann nichts in Mauern stecken. Das heißt, wir haben ein gigantisches Rohstoffproblem. Und jetzt wird es interessant bei den Vorteilen. Diese Vorteile kriege ich nicht voll. Ich kriege 25 Millionen Gold und Elixier und 250.000 dunkles Elixier. Muss aber während der Season all die Ressourcen ausgeben und neu farmen. Deswegen machen wir jetzt auch diese Folge, weil ich erst 77.000 dunkles Elixier habe. Das kann jetzt zum ersten Mal farmen, weil ich den King und die Queen gleichzeitig verbessert habe. Und jetzt kann ich dunkles Elixier farmen und das werden wir machen. Wie teuer kauft man? Guck mal, man kauft die Rune des Goldes für 1.500 Gems, aber ich verkaufe sie für 500. Natürlich tut das weh. Ich spiele seit 10 Jahren Clash of Clans. Eine Rune des Goldes weghauen, vor allem wenn die Lager so groß sind auf 9 Millionen, tut weh. Aber was auch weh tut, ist, dass dieses Goldlager seit 2 Monaten voll ist und es kann sich nicht füllen. Für 50. Habe ich 50 gesagt? Ich habe 50 gesagt. Ich habe 500. Nein, 50. Ich habe es für 50 verkauft. Man kauft es für 1.500, verkauft es aber für 50. Und ich würde es immer und immer wieder für 50 verkaufen. Ach so, was noch interessant ist, wo es auch noch eine Folge geben wird, ist hier das hier oben drücken. Beste Clans der Welt. Wir sind nur Platz 5 global. Aber eine Trophäe vor Itzu. Wir haben uns leider selber gefaced. Wir sind der beste, zweitbeste, drittbeste und viertbeste Clan mit der Clan-Stadt der Welt. Haben uns leider dann im Clan-Krieg selber gefaced, wo jetzt der Ranked-Modus da ist. Und sind deswegen nicht Erster. Konnten deswegen nicht richtig win-traden. Aber das holen wir noch auf. Kriegen wir hin. Bronze 2 sind wir. Das war sehr ärgerlich. Deswegen gab es auch keine Folge beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt nur für Dunkles. Nur für Dunkles. Ich würde sagen, ab 5000 Dunkles greifen wir an. Was ich auch geil fand, der Drachenangriff oder Elektro-Drachenangriff oder so ist natürlich alles besser. Besser als mein Golem-Angriff. Aber ich habe jetzt auf diesem Account den Golem-Angriff gemaxt. Noch nicht ganz. Also die Truppen sind max, aber die Truppenkapazität ist noch nicht max. Und ich schwöre, Leute, ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das, dass ich mich für Golem entschieden habe. Einfach mit dem guten, alten Golem angreifen. Ich finde die Truppe genial. Auch wenn es nicht die stärkste ist. Mittlerweile, ich bin ein bisschen hoch von den Trophäen, aber wir können das gleich mit den Schleichkobolden schön droppen lassen. Guckt euch mal diesen Loot an. Jeder hat 700.000 drin. 9.000. Oh, das ist draußen. Geil. Okay, eins ist draußen. Eins ist da oben. Wir greifen ihn an. Genießt. Scheiße. Wir können hier perfekt das hinschmeißen. So gehen die Mauern kaputt. Dann machen wir hier... 3 brauchen wir, ne? Ja, das High Level. 3 Stück. Jetzt ist der Inferno-Turm weg gegen die Golems. Das ist geil. 1, 2, 3. Alles einsetzen. Ich habe noch 2, die werden geupgradet. Den hier wollen wir angreifen. Der soll mal da nicht so viel Damage machen. Und wir sind drin. Richtig schön mit einem Level. Auf welchem Level? Ich habe einen Level 7 Golem. Finde ich geil.
unglaublich viele Hexen dahinter, Level 4. Und das kriegen diese, die Pumpe hier down, eine Hexe. Ich rage die. Ich rage eine Hexe. Hier ragen wir auch. Ich wollte gar nicht so viel Damage machen. Ich wollte das dunkle Lager mitnehmen. Oh, ja. Das war... Ja, das war genial. Großes Kino. Guck mal, guck euch den Golem-Angriff an. Geil, oder? Richtig schön mit Golems. Und Golemites. Können raus. Mehr als zufrieden. Wie viel waren das? Alles über 5000 ist geil. 9000 Dunkles beinahe. Mit einem Angriff. Ohne Boost und ohne alles. So, jetzt brauchen wir die hier ausbilden. Und ihr seht, Ressourcen wie immer proppevoll. Wir wollen jetzt einmal einen Bauarbeitertrank zünden. Okay, am besten jetzt noch irgendwas Teures ausgeben. Das ist alles schon maxed. Inferno-Turm maxed. Was ist denn höllenteuer? Kann ich das hier irgendwo sehen? Dunkle Kaserne, 2,3 Millionen. X-Bogen, 4 Millionen. Rathaus wollen wir noch nicht. Dann soll es der X-Bogen sein für 3,5 Tage. Machen wir, können wir jetzt wieder fahren. Kommt heute noch was fertig? Nö. Viele regen sich auf, dass es 100.000 Euro kostet, Clash of Clans, einen Account zu maxen von 0 auf 100. Oder dass es 5 Jahre, nee, nicht mehr mittlerweile, ne? 4 Jahre grinden dauert, gemaxt zu sein. Aber das ist ja gerade das Geile, seine Base wachsen zu sehen. Also ich spiele jetzt ja den Free-to-Play-Account, aber ich habe mich auch auf der Main-Account einfach durchgemaxt. Mit stumpfen Kaufen. Das hier macht tausendmal mehr Spaß. Wirklich. Dass du siehst, wie es vorangeht. Dass du dir jede einzelne Mauer erfarmt hast und die Ressourcen. Und den Helden. Jeden Tag, morgens einmal ran. Hier soll es sein, den holen wir uns. Ich habe nur einen Sprungzauber. Einmal am Tag reicht eigentlich. Das Lager ist down. Dann nehmen wir den noch mit und den. Und den noch. Zack und gehen raus. Ganz entspannt 4000. Guck mal hier, was ich hier habe noch. Was habe ich bekommen? 20 Mauermeister, das heißt, ich höre 2000 Mauern. Einsammeln und zerstöre 250 X-Bügel Mehrspieler kämpfen. 100 Gems einsammeln. 7000 hat der, wieso das denn? Ist das nur 7000, Mann? Das Rathaus noch geholt? Ne. Raus. 6000 Dunkles. Heilige Scheiße. Ey, früher war Dunkles Elixier so hardcore. Und jetzt kriege ich das nicht ausgegeben, weil ich meinen Bonus nicht farmen kann, die 250.000. Ich muss 250.000 Dunkles Elixier farmen, kriege dann aber wieder 250.000. Und mittlerweile liegt die Queen irgendwie auch 5 Tage. Könnte ich jetzt schon die Queen auf dem nächsten Level, die ist gleich dann 34. Kann ich sie schon auf 35 mit dem Heldenbuch ziehen? Welches Level geht auf Rathaus 11? 40? Kurz vor den 1.1. Aber ich muss ja trotzdem die Ressourcen farmen. Ich könnte mir jetzt ja... Wie viele Heldenbücher könnte ich mir denn holen? Oh, gerade sind gar keine da. Oh, und dann noch ein ganz großes Ding. Da habe ich gar keine Ahnung. Da wollte ich euch fragen. Hier! Ich könnte mir einen Hammer des Bauens holen. Für... Oder einen Hammer des Kampfes. Fürs letzte Level bei der Battle Machine. Macht das Sinn? Hammer des Bauens only. Aber auch die möchte ich gerne vor der Challenge ziehen. Vor Challenge-Ende ziehen. Ich werde in dieser Base aber nichts Teures mehr haben. Das längste, was hier ist, ist ein X-Bogen 5 Tage. Dafür möchte ich keinen Hammer ziehen. Ich habe die Ressourcen ja auch. Schwierig. Du kannst auch ein Buch des Bauens für das Upgrade des Minenwerfers der Nachtbasis kaufen. Das dauert 14 Tage. Das will ich. Das will ich. Das habe ich schon mal immer geschrieben. Auf keinen Fall Bauarbeitertrank. Bauarbeitertrank ist das Beste. Schreibt zwei verschiedene. Die Tipps sind geil. Hammer der Helden lohnt sich echt auf die letzten 3 Level. Ihr hättet direkt ganz hoch gehen sollen. Ja, ist ein Fehler. Das war der größte, also es war ein Riesenfehler. Es war ein Riesenfehler in der Challenge, nicht direkt am Anfang auf Rathaus 12 zu rushen. Wo alle Kanonen mit allen Magiertürmen, Minenwerfer, X-Bogen, Luftabwehr, Tesla, alles Level 1. Es wäre rational das Bessere gewesen. Aber es haben hunderttausende Leute auf YouTube geweint, dass wir gerusht sind. Ich habe mich allen lullen lassen. Ich habe gesagt, auf 11 ist Schluss. Es ist so, wenn mir hunderttausend Leute sagen, wir spielen falsch, es ist gerusht, dann nehme ich mir das zu Herzen. Das war einfach ein Fehler. Wir hätten mehr rushen sollen. Wenn du rushst, ist das Problem, musst du stärkere Spieler angreifen. Es, boah, holy shit. Das ist Loot. Boah, kriegen wir hier einen hin, dass der so perfekt... Oh, ist die Base kacke. Wenn wir die Base einfach hübsch machen und teilt sie so in verschiedene Kreise ein. Aber ich kann mit einem Sprungzauber über zwei Wände springen. Guck mal, die springen über die Wand und dann über die Wand. Und zwei Kobolde nehmen sich das gesamte dunkle Elixier.
Das tut schon fast weh, so frech, ihn das einfach alles mitzunehmen. Boah, 6600. Mauernfarm macht so unglaublich viel Spaß. Ja, ich guck mal, ich kann nicht in meinen Clan gucken. Guck mal im Clan. Warte mal, Rüdi ist sogar 13. Der ist sogar auf 13 hoch. Wir sind echt der niedrigsten Rat. Wir sind die letzten Elfer, ne? Die sind alle auf 13. Schau bei OP suchen. Oh, ich würde sofort tauschen. Ich Arsch. Ich bin so ein Arsch. Guckt euch das an. Da würden die Leute auf YouTube aus. Er hat für mich gewonnen. Er hat für mich das Free-to-Play-Projekt gewonnen. Guck mal. Kanone Level 2. Kanone Level 1. Level 1. Bogenschützenturm 1. Alles 1. Minenwerfer 1. X-Bogen 1. Tesla 1. Und das als Rathaus 13. Aber er hat einfach schon Level 14er Mauern. Dunkles Lager Level 8. Clanburg Level 9. Zauberfabrik. Ach, Digga. Labor Level 11. Der hat eine Gladiatorin Level 9. Das hätte ich auch sein können. Das hätte ich trade. Das ist der Trade. Jetzt sieht es ja natürlich schick aus. Boah, Inferno-Turm Level 5. Cool. Hat viele Tage gedauert. Hier geht ein X-Bogen Level 5. Wahnsinn. Ein paar Luftabwehren. 4. Magierturm 3. 4. 4. Kanonen 7. Bogenschützentürme alle auf 6. Bombenturm auf 2. Dass es hier schon ein bisschen vorangeht. Eagle Artillery auf 2. Wir sind gleich weit. Es gibt zwei Wege und er ist darauf gegangen und er kann farmen. Er kann farmen. Er kann jeden Abend Clash of Clans spielen. Ich nicht. Ich hab mal 400.000 Elixier. Ich kann das gar nicht mitnehmen die ganze Zeit. Wieder 6-6. Kacke, mein Dunkles ist voll. Wie lange geht mein Boost noch? Die halbe Boost! Ich habe einen halben Boost gebraucht, um das Lager voll zu machen. Jetzt muss ich den Boost einfach auslaufen lassen. Vorteile. Guck mal, ich kann meine Saisonbank nicht weiter pushen. Das geht nur die Ressourcen, die ich einsammle. Auch mein Elixier. Ich kann meine Saisonbank, ich kann nicht mehr plündern, weil ich die Ressourcen nicht schnell genug ausgegeben bekomme. Supertruppen? Kann ich verschiedene Supertruppen haben? Oh mein Gott. Ich kann jetzt einfach den Supermauerbrecher holen. Geht das? Ja. Oh mein Gott, ich kann weiterfahren. Hä, wie smart. Man kann immer zwei. Wer ist noch in der Challenge dabei? Chef Strobel hat aufgegeben, weil er meinte, Sebo und ich zocken zu krass. Und Itzu muss sich auf seinen Main-Account konzentrieren. Er war ja Platz 1 auf der ganzen Welt. Was ist das Ziel vom Free-to-Play-Projekt? Eine möglichst gute Base zu haben. Es macht keinen Sinn, die Mauer einfach hochzuziehen. Man zieht die Mauer nur hoch, weil die Mauern sind das Einzige, was keine Arbeitszeit braucht. Guck mal, ich mache jetzt meinen X-Bogen besser, ist der Arbeiter 5 Tage beschäftigt. In die Mauern kannst du deine Ressourcen sofort reinstecken, ohne dass ein Arbeiter benötigt wird. Deswegen ist das Einzige, was du aktiv grinden kannst, die Mauern. Ja, das ist der einzige Grund. Aber wenn du natürlich eine Kanone Level 1 hast und Mauern Level 14, kann dich natürlich trotzdem jeder Dulli überrennen. Das ist scheißegal. Der lässt ein Loch in der Mitte. Der schreit förmlich, bitte nimm mich komplett auseinander mit Schleichkobolden. Und weißt du, wenn er das möchte, dann tue ich ihm den Gefallen. Da war irgendein Gebäude, das hat er rausgemoved. Hier so ein Magierturm oder irgendwas. Wie weit bin ich gedroppt? Immer noch auf 1,4, geht ja voll klar. Ja, ich bin komplett full. Ich werde so angegriffen werden. Alright, dann würde ich sagen, die Angriffe mache ich noch offstream. Sind wir fertig. Das ist der momentane Stand. Also, Fazit. Wir haben zu viel Ressourcen. Aber der Progress ist geil. Ich bin sehr gespannt. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Kanal abonnieren für neues Nachtbasis-Upgrade Anfang des Jahres. Clash Royale. Free-to-Play-Challenge plus Passwort auch noch kommen. Und die Updates, die sowieso kommen. Achso, und wir wollen natürlich, weil wir der beste Clan der Welt sind, auch hier bei beste Clans nicht nur auf der 5 stehen, sondern auf der 1. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.